5 ultimativen Gründe, warum ein Verbot nicht in die Tüte kommt. Platz 5. Augenschmaus. Bunte Farbtupfer, wie hübsch, verschönern unsere Traumstrände. Immer wieder ein Hingucker, ein Genuss der besonderen Art beim Sonnenbaden. Und so würden unsere Strände nach Willen der EU aussehen. Nichts als Sand, soweit das Auge reicht. Stinklangweilig. Platz 4. Tarnung. Sie gehört zum Krimi wie die Verfolgungsjagd und Kommissar. Die sogenannte Tarntüte. Opfer von Entführungen können darunter unauffällig versteckt werden. Und wer wittert in einer Aldi-Tüte schon Millionen an Lösegeld? Platz 3. Nee, das Tütchen haben wir nicht gemeint. Hallo, wir sind öffentlich-rechtlich. Platz 2. Taucherattraktion. Taucher müssten auf diesen spektakulären Anblick verzichten. Zurzeit treiben rund 100 Millionen Tonnen Plastik im Meer. Wow, einfach atemberaubende Plastikplastiken im Unterwassermuseum. Platz 1. Leckerli. Kühe in Indien hätten ohne Tütennahrung noch weniger zu fressen. Das mundet auch den Vögeln. Plastik macht satt. Todsicher. Und das Beste, Tüten sind ja so langlebig. Sie halten sage und schreibe 450 Jahre. Lang lebe die Tüte.